Situation. Kopf. Du musst vielleicht auch mal als gerade schlagen. Ja, ein bisschen aktiv jetzt gewesen auf den Oberschenkel von Dakota Stone. Ja, aber diese kurzen Wischer sind ganz gut und da muss sie irgendwie die rechte, so einen Schritt nach vorne und die rechte zweimal bringen. Das wäre das Rezept. Stone schon mit einer Schwellung unter dem rechten Auge. Hat auch einiges kassieren müssen. Immer diese überfallartigen Angriffe, die aber eigentlich nichts bringen. In eigene Gefahr zu geraten. Souveräne Leistung von Natascha Rakusina, ohne allerdings groß überzeugen zu können. Überzeugen tut sie schon, aber groß begeistern zu können, meine ich. Da noch mal eine Zeit, um zu sehen. Kombination zum Kopf, die linke. So, wenn jetzt die rechte gekommen wäre, da war sie offen wie ein Scheunentor, Dakota Stone. Nochmal die linke, aber da ist sie zu wenig entschlossen. Natascha Rakusina, und wenn sie gegen Laila Ali bestehen will, dann muss sie solche Chancen nutzen. Легко сказать. Влево-вправо, влево-вправо. Дернул и ударил. Влево-вправо, влево-вправо. Дернул и ударил. Сейчас она будет бросаться. So, die 10. und letzte Runde, die Champions Round, wie so schön heißt. Und ich bin mal gespannt, ob Natascha Rakusina noch einmal versuchen wird, hier für ein vorzeitiges Ende zu sorgen. Hat sie eigentlich versprochen gehabt? Ihr erster Sieg gegen Dakota Stone war natürlich eine klare Angelegenheit. Schön, jetzt hat sie gewandt und muss sie nachsetzen. Die rechte voll durchgekommen zur Schläfe. Ja, man merkt, Dakota Stone ist am Ende ihrer Kräfte. Da drückt sie Rakusina eigentlich nur noch vor sich her, in der Hoffnung, nicht getroffen zu werden. Große Leistung war es nicht, was Dakota Stone da gezeigt hat. Viel zu offen fängt sie wieder, ohne große Deckungsarbeit. Linke, rechte, nochmal die rechte. Wäre jetzt die Chance, hier nochmal zu einem vorzeitigen Sieg zu kommen. Noch eine halbe Minute hat sie Zeit, Natascha Rakusina. Kommt noch mal eine linke. Muss ich aufpassen, solche Heumacher haben auch schon mal einen verloren oder gewonnen geglaubten Kampf umgedreht. Aber natürlich, das macht sie jetzt sehr gut. Links, rechts. Wieder abgefangen. Noch mal die linke, die rechte, wenn sie gekommen wäre. Das wäre mal Fund gewesen. Die letzten Sekunden. Und dann hat Dakota Stone auch die zweite Begegnung über die Runden gebracht. Hut ab, aber natürlich auch eine starke Leistung von Natascha Rakusina. Aber wenn sich die Kassette anschaut, da sieht sie doch noch, vor allen Dingen auch ihr Trainer Klaus Schmitz, dass da einiges ist, was es zu verbessern gibt. Bisschen mehr Aggressivität, bisschen mehr näher an die Gegnerin ran und dann die Rechte abfeuern. Und zwar mit dem ganzen Körper und nicht nur aus dem Unterarm. So, jetzt werden hier die Bandagen abgenommen. Jimmy Len Jr. ist schon im Ring, um hier das Urteil zu verkünden. Kann man nicht vorstellen, dass Dakota Stone hier auch nur eine einzige Runde gewonnen haben soll. Die Punktrichter Ruben Garcia aus den USA, Hank Myers und Rafael Ramos als Voting. Alle Runden haben sie glasklar an Rakusina gegeben und das habe ich auch so gesehen. Also da wird es keinen Zweifel geben, wer den Kampf
gewonnen hat und der den Ring als Siegerin verlässt. Bedankt sich mit der Kutterstone nochmal mit der Ecke. Der Gegnerin, Zeitlupe, zeigt, warum dieser Punktvorsprung so klar ist. Hat doch die meisten Schläge in der letzten Runde mit dem Kopf gestoppt, nicht mit der Deckung. Und sowas kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. So, Jimmy Lane Jr. greift sich das Mikrofon. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Dr. Ruben Garcia scores the bout 99-91. Judge Hank Mayer scores at 98-93. And Judge Rafael Ramos scores the bout 100-90. All three in favor of the winner and still champion, Natasha Rosin. Das so umgesehen, was ich nicht ganz zu begreifen habe. Immerhin, klare Sache für Natascha Ragusina. Und ich gebe jetzt weiter an Stefan und Regina.